schon? Mhm. Nee, jetzt guck den. Das ist ja ein super Bienenschwarm auch. Gut, der Baum wird jetzt halt ein bisschen leiden. So anders. Ach so, andersrum? Nee, nee, ich meine auch so, aber halt anders sehen er und sein Bienen. Das sieht man nicht. So. Ah, doch, oder so. Sieht man das? Glück gehabt, dass der Bienenschwarm da vor dem Fenster kommt. Ja. Der hätte auch sonst wo sein können. Wasser reinmachen. Ihr könnt hier auf meine Seite noch ein bisschen Wasser geben. Nee, aber hier ist doch da. Ja, oder die sind gerade vom Nahe zu fixen. Anstrengend. So, jetzt gehen wir rüber. Ach Mist, das war der falsche Ast. Bleibt der noch hängen. So, oh nein, so ein Stachelbaum hier. Die schneide ich aber ab, bevor ich mir die wieder reinhaue. Mit dem Stachel. Tarn das hin. Ich sehe nicht. Das hat jetzt nicht so viele Stacheln, aber... Geht das? Ja, das weiß ich nicht. Eigentlich muss man einen Kurs nehmen. Ach doch, wenn's... Motorsäge. Aber das Blöde ist, das Auto ist mir echt gerade im Weg. Ich bin Rechtshänder eigentlich. Mit links kriege ich den Ast wahrscheinlich gar nicht durch. Bist du ja nicht so wie... Passt doch nicht. Ich kann vielleicht mal klingeln, dass... Soll ich klingeln? Wofür? Da ist das Auto ein bisschen nach hinten. Nee, es geht. Ah, okay. Ja, es geht doch. Schatz, mach langsam. Oh. Oh Gott, das ist schon ein Kilo. Muss schwer. Ich nehmen, oh. Oder was? Das Ding hat locker 3,5 Kilo. Nimmst du oder nehmen? Nee, ich lauf rüber mit dem. Oh Gott. Ja, das war der kleine Ast heute. Das ist nicht schlimm. Gib rüber, oder? Nee, um Himmels Willen, ich laufe darüber. Aber nicht. Soll ich mit dir laufen? Oder? Ja, ja, alles gut. Ah, eine Linus. Hier sind leider so viele Bienen. Die haben geschwärmt. Also, ja, da oben sind jetzt immer noch welche, aber nicht mehr so viele. Was macht er mit dem Ding? Ich weiß nicht genau, was er vorhat. Vielleicht in. Ja, vielleicht will er in seinen Bienengarten machen, ja, oder. Oh, was macht er Thank you.
das ist eine neue, gell? Nee, das ist die alte. Ach so? Das ist die, wo man von hier ausgeküpft ist. So, jeder, der Angst hat, soll jetzt ein Stück gehen. Jetzt gleich wegfliegen. Nee, du bleibst da drin. Und dann hängen wir da einfach. Willst du die mitnehmen zu deinem Bienengarten? Nee, die kommen wahrscheinlich noch runter. Das war vor. Aber dein Ding ist eben noch da, oder? Ja, ja. Ach so. Ja, von früh. Deswegen guck mal, dass du mich tot machst. Ich mach dich mal tot, keine Sorge. Ja, ich meine deinen Schuh, wenn du Schlitz machst. Ja, muss ich auch passen am Laufen. Weil das sind viele, gell? Guck. Ja, ich hab's auch in der Hose drin, überall. Oh, oh. Ich auch. Ja, drin, ne? Also, Popo beißen, Popo stecken. Am Regelfall fliegen die mal wieder hoch. Steckt mein Popo. Ist das dick oder ist normal? Also, ein bisschen dicker, aber jetzt nicht so arg. Nicht so Hallo arg. Judith. Ja. Oh. Was an? Nein. Da ist noch eine. Halt drauf. Ich hasse, stopp, mach mal hoch. Ja, man schafft es nicht so alle zu 100%. Da muss ich springen. Gab es da eine Klammer? Eine Klammer? Die habe ich rübergebracht, die lag oben drauf. Geil. Haben wir nicht dabei. Eine Klammer muss ich springen. Der Speicher nicht halt voll? Ich weiß es nicht, ist von. Oh, da? Nee, doch nicht, noch nicht. Ich weiß es nicht, ist von Marc, das Handy. Oh, guck mal. Amobin, er hasst mich so im Fuß. Oh. Aber sie lebt. Na gut, da werden sich wahrscheinlich viele Schilder. Du siehst die Klammer. Nee, ich hab doch, nicht. Ich hab das euch nein, du hast nur Wasser. Definitiv, ich hab die definitiv mitgebracht, definitiv. Zu einem. Sieht denn die Klammer aus? Das ist so ein Bügel, wo direkt da drüber geht, über die Kiste. So sieht er aus, so ein Bügel. Ja, der dann in die Seitenteile eingreift. Ich bin nur mit einer. Ich hab's jetzt übergeben. Den anderen ist blind. Wenn er gegeben hat, dann sieht man ja wo. Wohin? Da hängt auch nicht irgendwo Klammer. Ja? Ach, vielleicht ist das Stück da unten. Nee. Du hast es gesehen. Soll ich noch weitermachen oder soll ich auf Pause drücken? Nur warten. Nee, das reicht. Nur warten.